richtige Antworten parat hat. Ja, wie schaut's da drinnen jetzt aus? Ganz konkret. Das wissen sie nicht. Weil man muss ja sich vorstellen, bei so einer Anlage, das sind jetzt alle die 100 oder 1000 Messinstrumente, die recht die Temperaturen und die Drücke und alles und alles mögliche anzeigen, das ist ja alles außer Betrieb, da ist ja kein Strom dran und die Geräte sind hin. Also man kann von außen jetzt nur Rätsel raten, was tut sich da drin? Das muss man ja sehen. Und da kann man jetzt Optimist sein, da kann man Pessimist sein. Nicht? Und beide Haltungen sind berechtigt. Nicht? Der Optimist sagt, um Gottes Willen, es wird schon nicht viel passieren, es kann sich jetzt stabilisieren und bevor wir nicht das Gegenteil wissen, beruhigen wir die Leute, weil wir sie ja nicht unnötig aufregen wollen, das wäre auch schlecht. Nicht? Und der Pessimist, der sagt, um Gottes Willen, das ist auf dem besten Weg zu einer katastrophalen Freisetzung, die Leute evakuieren. Ja, schön, vorsichtshalber, aber erstens geht's schlecht und ja, also der Pessimist hat es auch schwer zu sagen, ja, das, was ich für befürchte, das müssen wir annehmen, das schlimmstenfalls passiert und müssen für den schlimmsten Fall die Maßnahmen treffen. Das ist schwer, weil diese Maßnahmen wahrscheinlich nicht durchführbar sind. Was würde denn der schlimmste Fall, den man jetzt annehmen kann in diesem Reaktorkomplex von 6 Reaktoren, was würde denn der für Japan bedeuten? Und die nächste Frage dann natürlich, was würde der für die Welt bedeuten? Wie würde das sich regional in Asien und in Europa, in Amerika auswirken? Naja, also wenn in Japan, sagen wir mal so, wenn sich die Situation weiter verschlechtert, also wenn da noch um einiges mehr herauskommt, was nicht auszuschließen ist, oder wenn mittlerweile schon mehr herausgekommen ist, als man zugegeben hat oder gewusst hat, dann bedeutet das für Japan schon einmal sehr viel, weil das heißt dann, dass doch eine ganz beachtliche Region von, weiß ich, 20, 30 Kilometer Durchmesser, wenn sie Glück haben, Sperrgebiet sein muss für lange Zeit. Also das ist, fürchte ich, abzusehen. Und das bedeutet natürlich schon sehr viel. Für die Welt bedeutet es indirekt etwas, nämlich ein Schock, den man zum Nachdenken nützen müsste. Ich denke mir immer, dass diese Opfer von Hiroshima, Nagasaki, die Opfer von Tschernobyl, die Opfer von Fukushima, dass die nicht vergeblich ihr Leben und ihre Gesundheit und ihr Hab und Gut verloren haben, sondern dass die Menschheit wenigstens was lernt daraus und dass es keine künftigen Opfer dieser Art mehr gibt. Das ist die Lehre, die man daraus ziehen muss. Und ich glaube, schlimm genug ist es, um diese Lehre zu ziehen. Weil die Lehre heißt eben auch, es gibt keine sicheren Atomkraftwerke. Jedes kann auf eine ganz andere Art in einer Verkettung anderer Umstände einen ganz ähnlichen Unfall haben. Und was dann? Und so zu tun, als würde dieser Fall eh nie eintreten und es seien nur Spinner, die diese Möglichkeiten andeuten, das ist keine verantwortungsvolle Haltung. Und das verstehen, glaube ich, mittlerweile schon immer mehr Menschen auf der Welt. Und das ist die große Hoffnung, die man mit dieser Katastrophe verbinden muss. Regierung Merkel hat ja auch jetzt angekündigt, ein Moratorium, oder beziehungsweise es ist, glaube ich, schon in Kraft, wenn ich jetzt recht informiert bin. Man will also eine Nachdenkpause einlegen. Gibt es auch andere Länder, die jetzt unmittelbar eine Reaktion darauf, sei sie auch nur politisch, gezeigt haben? Gute Frage, ja, da fällt mir im Moment gar nichts ein. Nur was mir meine Nichte erzählt hat, die in der Schweiz wohnt, dass dort in der Schweiz die Information über Fukushima verheerend schlecht ist. Also da wird nur verharmlost und das ist alles eigentlich bedeutungslos.
Wie viele Meiler gibt es da in der Schweiz eigentlich? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht genau, aber einige haben einige, sie. Okay. Ja. Einige, ja, ja. Und ja, also die Schweizer sind da ganz arg und es sind alle arg, die Atomkraftwerke betreiben. Bei den Deutschen ist wirklich die Ausnahme, weil da hat es wirklich seit Jahrzehnten vehemente Auseinandersetzungen gegeben. Und dort läuft die Diskussion auf einem hohen sachlichen Niveau. Ganz anders als in der Schweiz, ganz anders als in Frankreich. Es gibt natürlich überall jetzt Auftrieb für die Anti-Atom-Gruppen, das ist keine Frage. Auch in unseren Nachbarländern, Tschechien, Slowakei und Slowenien. Da gibt es natürlich jetzt, dort hat es immer kleine Gruppen gegeben, die aber dort einen sehr schweren Stand hatten und die tun sich jetzt ein bisschen leichter. Nicht? Aber entscheidend ist für mich doch eines und da ist, glaube ich, auch eine gewisse neue Hoffnung da. Österreich hat ja durch die Volksabstimmung über Zwentendorf einen Ausstieg vor dem Einstieg erreicht und die Ereignisse haben ja auch dem österreichischen Volk letztlich Recht gegeben. Three Mile Island war ein halbes Jahr nach dem Volksentscheid und ein paar Jahre später war Tschernobyl. Österreich hat daher ist prädestiniert als eine Art Schrittmacher für einen Atomausstieg weltweit. Also diese Hoffnung habe ich. Da gibt es natürlich Leute, die höhnisch auf so ein Argument sagen würden, ja, wir, die Zwergerl wollen der Welt was zeigen. Jawohl, wir können der Welt was zeigen, wir Zwergerl. Und das heißt, Österreich kann und soll und nach dem, was man von der Politik jetzt auch hört, ist man auch dazu gewillt, eine Schrittmacherfunktion in der EU einnehmen. Also es gibt ja auch eine ganze Reihe wichtiger Dinge, die man fordern kann. Also man kann natürlich jetzt sagen, sofort abschalten. Ne? Nur das wird so nicht spüren. Aber wenn man EU-weit zum Beispiel sagt, es müssen Lösungen, es muss ein Entsorgungsnachweis her. Also betrieben darf nur werden, wenn es ein Lagerkonzept gibt, ein zufriedenstellendes. Oder es darf nur betrieben werden, wenn eine unbegrenzte Schadenshaftung vorliegt. Und da wird sich schon herausstellen, das geht gar nicht, weil die Versicherungen, die tun da nicht mit. Das ist eine wichtige Geschichte. Eine andere Geschichte ist eben auch, dass das Völkerrecht weiterentwickelt werden muss. Weil dieser Grundsatz, der heute herrscht, jedes Land hat die Souveränität über die Entscheidung, wie man die Energie erzeugt. Nicht? Also Österreich hat doch nicht das Recht, den Tschechen dreinzureden, wenn sie Atomkraftwerke bauen wollen. Und da ist aber eine Weiterentwicklung des Völkerrechts durchaus möglich, und zwar in Anlehnung auch an das internationale Umweltrecht in der EU, dass nämlich dort, wo es um grenzüberschreitende Schädigungsmöglichkeiten geht, dass da eben das doch berücksichtigt werden muss. Also man kann sagen, Länder, die Atomkraftwerke haben, bedrohen ihre eigene Bevölkerung mit einem Katastrophenpotenzial, aber auch grenzüberschreitend. Und das Grenzüberschreitende hebt sich wieder auf, nicht? Weil man sagt, ja, wir bedrohen eure Bevölkerung, ihr bedroht unsere, gut, reden wir über das nicht. Nicht? Lassen wir das einfach weg. Aber Österreich kann durchaus sagen, wir werden nur bedroht, wir bedrohen niemanden. Und wie kommen wir dazu, dass wir Alarmpläne, wir sind problembewusst, unsere Bevölkerung, die kennt die Probleme, die weiß, dass man im Ernstfall hilflos ist. Wir wissen heute, dass dieser Ernstfall nicht unmöglich ist. Und wir wollen nicht in Angst und Schrecken leben. Und wir wollen auch nicht unser Volksvermögen für Atombunker und Messstellen und so weiter und für all das ausgeben, sondern wir wollen, dass diese katastrophenträchtigen Anlagen geschlossen werden. Und da kann sich Österreich eben auch mit anderen Nicht-Nuklearstaaten zusammenschließen. Also ich habe da schon Hoffnung, dass sich da auch auf diplomatischem, auf internationalem Niveau was weiterentwickelt.
Neben diesen ganzen Problemen, die wir jetzt genannt haben, die also weitgehend ungelöst sind, das heißt, im Ernstfall kann man nichts machen, man kann nur irgendwie aufs Beste hoffen, beten oder was einem halt einfällt, aber man kann jetzt weder verstrahlten Opfern sinnvoll helfen, zumindest nicht einer großen Zahl, und man kann dann im Ernstfall die Leute auch nicht mehr evakuieren etc. Das heißt, ja, kann man sich an drei Fingern ausrechnen, was das bedeutet. Aber jetzt neben diesen Problemen, die völlig ungelöst sind, bis hin zur Endlagerung. Ja, wir haben also in Deutschland diese Kontroverse ständig um Castortransporte etc. Es gibt es in ganz Europa. Ist es ja auch jetzt, was war denn die Motivation, Atomkraftwerke von vornherein zu bauen? Denn Sie beschäftigen sich ja auch mit den finanziellen Aspekten, mit den wirtschaftlichen Aspekten von Atomreaktoren, von der Atomindustrie, und die schaut ja überhaupt nicht gut aus. Also auch die schaut nicht gut aus, oder? Naja, das Ganze ist natürlich eine ganz komplexe Angelegenheit. Begonnen hat die Geschichte ja, die ganze Atomenergieentwicklung mit dem Manhattan Project im Zweiten Weltkrieg, wo man aus der Angst, die Deutschen würden eine Atombombe bauen, hat man begonnen, den Deutschen zuvorzukommen, die aber keine Atombombe gebaut haben. Und die Amerikaner haben eben dann die Bomben gehabt. Und ja, weil sie schon da waren, Truman hat gesagt, wir konnten es uns nicht leisten, eine Waffe, deren Entwicklung 1,5 Milliarden Dollar gekostet hat, nicht einzusetzen, hat man sie dann auf Japan abgeworfen. Großer Schrecken, große Bestürzung, was haben die Amerikaner da angerichtet? Und dann hat man natürlich jetzt gewaltige Summen investiert, hat ein Heer von Experten gehabt, und die Leute, die das da betrieben haben, die waren daran interessiert, dass die Geschichte weitergeht. Ne? Und da haben dann die Amerikaner eben auch, um der Welt zu zeigen, dass das ja nicht nur Schrecken ist, was sie da in die Welt gesetzt haben, sondern auch segensreich ist, haben sie dann 1955 die große internationale Konferenz ins Leben gerufen oder abgehalten, eine UNO-Konferenz, Atoms for Peace, in Genf war die, glaube ich, 1955. Und 1957 ist die Internationale Atomenergieorganisation gegründet worden, mit Sitz in Wien, auch eben eine UNO-Einrichtung, mit der Aufgabe, einerseits dafür zu sorgen, dass die friedliche Nutzung der Kernenergie weltweit vorangetrieben wird, also Atomenergie zum Segen der Menschheit, nicht? Und auf der anderen Seite Kontrolle spaltbaren Materials, dass der militärische Zweig, dass der unter Kontrolle bleibt. Also man hat von Anfang an jetzt einmal diese ganzen Anlagen, die man gebaut hat, hat man sozusagen für wirtschaftliche Zwecke nutzen wollen. Das ganze Heer der Leute hat weiter ihre Expertenrolle spielen wollen, und man hat die Industrie jetzt oder eben die Elektrizitätswirtschaft hat man gewinnen wollen dafür, dass sie Atomreaktoren bauen. Nebenbei bemerkt, damals haben schon die Fusionsphysiker, also die Leute, die mit Kernverschmelzung Energie erzeugen, gesagt, na bitte nicht Kernspaltung, da haben wir diese Probleme mit den radioaktiven Spaltprodukten. In 5 Jahren ist die Kernfusion soweit und wir können wesentlich weniger gefährlich können wir Strom erzeugen. Und, naja, also nach weiteren 10 Jahren haben sie gesagt, in 10 Jahren, und jetzt ist es über 50 Jahre her, jetzt sagen sie ja, in 50 Jahren können